Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lukas Max, heute ein neues Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um die GTA 5 Remastered Version, die schon in 2 Wochen erscheint. Ich würde sagen, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go mit dem Video. So, hier sind wir schon wieder direkt auf dem Desktop, welchen wir in jedem Video, glaube ich, mittlerweile schon fast sehen. Hier sieht man, wir haben sehr, sehr viel heute am Start. Wir zeigen die Preise von der neuen Remastered-Version. Wir zeigen, welche Änderungen es gibt, ein paar Leaks und so weiter. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Wir fangen direkt an. So, ich blende euch jetzt hier mal an der Seite einfach alles ein, die Texte und so weiter. Dann läuft das auch schon alles. Und zwar geht es als allererstes darum, wie man denn in der neuen GTA Remastered-Version reinstartet. Also mit Tutorial, mit neuen Waffen und so weiter. Und dazu lesen wir uns einfach mal hier schnell den Text durch. Denn neue Spieler benötigen natürlich mehr als nur eine unter den Gürtel geschobene Pistole, um in Los Santos zu überleben. Deshalb präsentieren wir einen neuen Karriereauswahlbildschirm. Das ist soweit das Wichtigste aus dem Text. Natürlich steht hier noch viel, viel mehr. Aber der Karriereauswahlbildschirm, da kann man schon sehr, sehr viel Neues machen. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Charakter hast, kannst du diesen Charakter auch einfach zurücksetzen. Dann hast du quasi einfach den Charakter gelöscht. Wer das macht, ist einfach verrückt, meiner Meinung nach. Weil, warum sollte man seinen Charakter zurücksetzen? Aber an sich, für neue Spieler wird der Karrieremodus auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Weil wir lesen aber erstmal den Text weiter. Der speziell auf neue Spieler ausgelegt ist oder auf alle, die ihren Charakter zurücksetzen wollen und einen Neustart wagen wollen. Und das ist ja, weiß nicht. Sie erhalten zu Beginn einen kleinen Vorsprung in der kriminellen Welt des südlichen San Andreas. Im Rahmen des neuen Systems erhaltet ihr einen Geldregen in Form von 4 Millionen GTA-Dollar. Ich wollte gerade sagen 4 Milliarden GTA-Dollar, aber nee, 4 Millionen, die ihr in grundlegende Aspekte wie Unternehmensimmobilien, Fahrzeuge und Waffen investieren könnt. Bedeutet, mit den 4 Millionen können wir uns eine Immobilie kaufen, also ein Unternehmensimmobilie, Fahrzeuge oder Waffen. Ich frage mich jetzt allerdings, 4 Millionen ist schon ein bisschen wenig, wenn man sich so überlegt. Ich glaube, das U-Boot kostet bei der besten Ausstattung 3 Millionen, dann hast du halt nur noch 1 Million. So, deswegen frage ich mich so, was meinen sie mit Unternehmensimmobilie? Wahrscheinlich meinen die damit sowas wie Biker, Büro, Nachtclub. Ja, Fahrzeuge gibt es auch nicht mehr so viele, wo du mit 4 Millionen Dollar weiterkommst. Im besten Fall kaufst du dir 2 Fahrzeuge davon. Ja, und Waffen sind mittlerweile auch schon sehr, sehr teuer. Im besten Fall kriegst du 5-6 Waffen dafür. Also 4 Millionen ist schon echt knappes Budget, welches Rockstar Games uns das zur Verfügung stellt. Aber ich persönlich finde das schon sehr, sehr interessant. Was ich mich jetzt auch frage, was passiert mit den Char-Cards? Wenn du einen 4 Millionen Vorschuss bekommst, dürfen die Char-Cards ja nicht mehr so schlecht sein. Die müssen die ja aufbessern. So zum Beispiel diese 8 Millionen Char-Card, die muss wahrscheinlich aufgebessert werden auf 16 Millionen für 100 Euro, weil sonst ergibt das ja alles irgendwie nicht mehr so viel Sinn. Versteht ihr, wie ich meine? Aber ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar kommen wir zu den Grafikeinstellungen, welche GTA 5 Remastered Version haben wird. Dazu blende ich euch jetzt hier auch wieder schön den Text ein und da steht auf jeden Fall, wählt eine von 3 detaillierten neuen Grafikeinstellungen, um euer Spielerlebnis ganz nach euren Wünschen zu gestalten. Der wiedergabetreue Modus ist auf die höchste Qualität ausgelegt und hat eine Ziel-Frame-Rate von 30 FPS. Ja, das ist auf jeden Fall der erste Modus. Gute Qualität, aber nur 30 FPS, da denke ich mir schon wieder so, warum nur 30 FPS, Mann? Es ist die PS5. Diese Modus unterstützen PS5 und Xbox Series X native 4K-Auflösung mit Raytracing, während der Xbox Series X hochgerechnete 4K-Auflösung bietet. Das war ja klar, dass der 4K-Modus auf der S nicht so gut ist wie auf der PS5 und auf der X. Aber ja, dann kommen wir zu dem nächsten Modus und zwar den Leistungsmodus. Ist für das dynamische Gameplay mit bis zu 60 FPS gedacht. In diesem Modus unterstützen PS5 und Xbox Series X eine hochgerechnete 4K-Auflösung mit bis zu 60 FPS, während die Xbox Series S eine Auflösung von 1080p unterstützt. Zusätzlich haben PS5 und Xbox Series X den Modus RT Leistung. Eine Mischung aus Wiedergabetreue und Leistungsmodus, der hochgerechnete 4K-Auflösung mit Raytracing bietet und mit einer Framerate von bis zu 60 FPS. Wie ich persönlich finde, ist das eine relative Frechheit, dieser ganze Müll. Aber was soll man dazu sagen? Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den eigentlichen interessanten Dingen und zwar den Vergleichen. Denn Rockstar Games hat ja gestern
gestern schon ein paar neue Bilder rausgehauen, wo man die neue GTA-Version sieht. Und wir schauen uns jetzt einfach mal vorher und nachher Vergleiche an. Hier sehen wir die 4K Max Settings auf dem PC. Ja, ganz angenehm. Und darunter sehen wir die PS5 und Xbox Series X und S Version. Man sieht auf jeden Fall, es sieht alles irgendwie ein bisschen von der Distanz her schöner aus. Die Bäume sehen besser aus und ansonsten sehen wir keinen großen Unterschied, ne? Es ist einfach alles gleich ansonsten. Die Lichtqualität ist ein bisschen anders, aber ansonsten ja. Wie gesagt, auch alle Links dazu in der Videobeschreibung, wer die Vergleiche sich selber nochmal genauer ansehen möchte. Dann der zweite Vergleich ist bei Nacht. Hier sehen wir die PC 4K Max Settings. Wenig Verkehr, nichts Besonderes, was Licht so mäßig angeht. Aber die PS5 und Xbox Grafik sieht da im Gegensatz schon, muss ich sagen, ein bisschen besser aus. So der Nebel, das Licht ist auf jeden Fall annehmbar, aber auch kein großer Unterschied. Was soll ich dazu sagen? Und jetzt kommen wir zu einem Bild, was ich schon sehr, sehr interessant finde. Denn auf diesem Bild sehen wir einfach das ganz normale LSK-Meet von außen mit den Fenstern. Die Fenster sind einfach komplett low von der Grafik her. Aber jetzt das Vergleichsbild. Bro, schaut euch mal die Fenster an. Die spiegeln richtig. Und das finde ich persönlich sehr, sehr interessant, weil wenn jetzt wirklich alle Fenster in Los Santos so spiegeln, das wäre bestimmt richtig, auch wenn ich mir vorstelle, wie der US Bank Tower dann aussieht. Aber wenn das wirklich so geil aussehen wird, das wäre schon geil. Dann kommen wir jetzt nochmal zu anderen Einstellungen, die Rockstar Games gestern angekündigt hat. Und zwar, hier können wir auf jeden Fall lesen, dass es schnellere Ladezeiten gibt, immense 3D-Audiosysteme, Support für den PS5-Controller mit diesem haptischen Feedback und so weiter, HDR-Optionen, Raytracing, verbesserte Texturenqualitäten und so weiter. Das haben wir ja schon gerade bei dem ersten Text ein bisschen rausgehört, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ich bin nur gespannt, wie sie das mit dem PC machen wollen. Dann hat Rockstar Games gestern noch angekündigt, dass es ein neues Hauptmenü gibt, wie bei Red Dead Redemption. Wer Red Dead Redemption gespielt hat, weiß, am Anfang kommt man in so ein Menü, wo man auswählen kann, Red Dead Online oder Red Dead Story. Und hier haben wir ein Bild, wie es aussehen könnt. Da könnt ihr halt auswählen zwischen GTA Online Story Modus und Rockstar Editor Modus. Ich persönlich finde, es sieht wirklich geil aus. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie Rockstar Games das bei GTA Online umsetzt. Aber ja. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was wahrscheinlich sehr, sehr viele interessiert. Und zwar, wie sieht das Cover aus? Nein, Spaß. Die meisten werden sich wahrscheinlich für den Preis interessieren. Aber wir kommen vorher nochmal zu dem Cover. Denn der wurde auch von so einem PlayStation-Twitter-Typen geleakt. Und zwar, das ist es jetzt. Das hatte ich ja gestern schon auf dem Thumbnail. Aber ich habe es gestern vergessen zu erwähnen. Deswegen erwähne ich es hier nochmal. Das ist das neue GTA Online-Cover. Also nur GTA Online. GTA 5 behält, glaube ich, soweit ich weiß, das ganz normale Cover. Plus so eine Goldumrandung. Ganz, ganz komisch. Aber hier sehen wir auf jeden Fall auf dem Bild auch eine Frau, die wir noch nicht kennen. Da frage ich mich natürlich, wer ist sie? Ich denke jetzt persönlich so, dass sie eventuell von House ist. Also von dem Typen, der die neue Werkstatt führt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ansonsten kennen wir alle Bilder hier unten links. Das Auto vom Tuner DLC, Kayo, Casino DLC ist auch am Start und so weiter. Aber ja, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Cover in die Kommentare. Und jetzt kommen wir dazu, wie teuer denn die neue GTA 5 Version posten wird. Mal. Hier sehen wir 40 Euro. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Webseite ist. Ich habe das von Twitter. Deswegen der Link zu diesem Twitter-Post ist in der Videobeschreibung. Checkt das gerne ab. Hier können wir auf jeden Fall sehen, es ist 40 Euro. Aber man muss dazu sagen, es ist die normale Story-Version dabei und der normale Online-Modus. Es gibt ja nochmal den Online-Modus einzeln. Wer nur online spielt, das werden wahrscheinlich die meisten machen. Deswegen keine Angst, das wird dann wahrscheinlich 20 Euro kosten, so wie bei Red Dead Redemption Online. Da kostet der Online-Modus auch nur 20 Euro. Ja, und das war soweit alles Wichtige, was ich hier so am Start habe, glaube ich. Ich check nochmal kurz alles ab. Genau, Link. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Schreibt mir jetzt gerne auch in die Kommentare, was ihr zu der neuen GTA-Version so haltet. Ich persönlich sage einfach nein. Ich bin auch selber noch gespannt, ob das überhaupt alles so auf dem PC kommt. Rockstar Games hat diese Promo-Phase wirklich komplett verkackt. Abonniert jetzt gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Luca. Ciao, ciao.